Wir fangen Shiur Halacha, so wie jeder Dienstag. Und ich glaube, diese Woche und nächste Woche besprechen wir über die Halachot von Tfilah und Kriyat Shma, verschiedene Halachot, was sind wichtig für jeden Tag, für die Tfilah. Für Kriyat Shma, Tfilah b'Minyan, weil nachher brauchen wir schon anzufangen, Halachot von Purim und nach Purim haben wir die Halachot von Pesach. Dann haben wir noch zwei, dreimal sozusagen ruhige Gelegenheiten, ruhige Dienstagen. Dienstags, das können wir besprechen, die übliche Halachot von jedem Tag und nicht von der Chagim. Und letztes Mal, wenn wir gelernt haben, das war, also die letzten 2 Wochen haben wir gesprochen über Shalom Uberet, über Purim Katan. Aber vorher haben wir eine Serie von 13 oder 14 Shiurim gegeben um Halachot von Shabbat. Und die letzte gerade waren über die Halachot von Tfilah von Shabbat. Und deswegen, es war schon wichtig, weil damals haben wir gesprochen, dass brauchen wir zu wissen, die Halachot von Tfilot nicht nur am Schabbat, sondern jeden Tag. Deswegen ist es schon wichtig zu besprechen, die Halachot. Und das lernen wir jetzt. Heute beginnen wir und sehen wir, wie viel schaffen wir, wie viel erreichen wir, wie viel Halachot. Also, fangen wir an von Alachot, von die laufende, die Reihenfolge von der Tfila. Und dann, was ich will betonen und ich will konzentrieren über die Einzelheiten, die Alachot, was ist ganz, ganz wichtig, wo darf man unterbrechen, inmitten davenen, wo darf man nicht, wo ist eine Stelle, das darf man schon irgendwie eine Pause machen, wo ist nicht. Weil ich sehe in die Synagoge und ich sehe in viele Gelegenheiten, also viele Unwissen und viel Balagan und deswegen, ich glaube, es ist schon wichtig, darüber zu besprechen. Fangen wir an mit der Reihenfolge von der Tfila. Und ich sage von, also nicht die Birkot HaShachar und die alle andere Halachot von Tfilin und Tzitzis, das Bezat Hashem werden wir noch ergänzen. Aber es ist wichtig, die Reihenfolge von der Tfilah, wie die Reihenfolge, wie der Chazan, wie die Ordnung von der Chazan, wie er beginnt. Beginnen wir mit Hoidu Lashem Kiru Vishmo, also nach Kaddish, nach große Kaddish der Rabbanan, die erste Kaddish der Rabbanan. Dann fangen wir an, der Chazan fängt an mit Hoidu Lashem Kiru Vishmo. Und dann der nächste Absatz ist Mizmor Shir Chanukat HaBayit David und dann Hashem Melech bis Baruch Shama. Bei Baruch Shama beginnt eigentlich, auf jeden Fall nach Minhag Sfard, nach die chassidische Minhag, die Psukei de Zimra. Und es ist schon wichtig, also bei Ashkenaz, die sagen Baruch Shama zum Ersten und dann Hoidu. Aber wie soll es sein, Baruch Shama ist schon eine wichtige Bracha. Vielleicht, ich lese von Shulchan Aruch, was steht in Siman Nun Aleph, in Siman 51, Halacha Bet Seif Bet, so steht in Shulchan Aruch. Yesh Lomar, Baruch Sha'amar Beniguno Bneima. Die Bracha von Baruch Sha'amar muss man sagen, so steht, mit einer Melodie, mit einem Nigun, Ubneima, eine schöne Melodie. Ki U Shir Na'e V'Nechmar, weil das ist eine sehr schöne Lied, angenehme Lied, wird die Knu Anshei Knesset HaGdola, die Anshei Knesset HaGdola im Anfang von dem zweiten Tempel, haben die eingeführt, zu sagen, diese Bracha, also die meisten haben die meisten Texte von Davenen haben wir von Anshei Knesset HaGdola. Aber da sagt er in Bezug zu Baruch Shammah, das ist etwas ganz Besonderes, dass die haben, wieso haben die das eingeführt, steht geschrieben,
Alidei Igeret Shenafla Mina Shamayim. Ein Brief ist runtergefallen. So steht. Ein Brief ist runtergefallen von Himmel. Und die haben das getroffen, die haben das gefunden. Umetzau Katubo, die haben getroffen, dass dort steht geschrieben, diese Text von Baruch Sheamar Vayaolam. Veyesh ba Peizain Tevot. Es gibt 87 Worten in diesem Lied von Baruch Sheamar. Vesimano, was ist die Zeichen, der Hinweis, dass man soll erinnern immer, wie viele Worten sind da? Rosho Ketem Paz. Dass es gibt Pei Zain. Bei Baruch Sheamar gibt es Pei Zain Tevot. Vekiblu Leomro Meumad Afilu Biyachid. Und die Minhag ist, dass man soll, der Halacha ist, dass man soll aufstehen, wenn man sagt, diese Kapitel, diese Bracha von Baruch Sheamar. Afilu Biyachid, sogar bist du nicht in der Synagoge, bist du zu Hause und du sagst Baruch Sheamar, du sprichst Baruch Sheamar, musst du aufstehen und dann sagen. ועל פי הסוד יש לומר בפעם הולפי אמור בתשבחות ויוחז בבית ציצי שבתלית שכנגד פנה בשעת אמירת ברוך שאמר ונסיס בכאן דס מנזול אוך אלטן די ציציות די צווי ציציות וסינט אין די פורנה די צווי ציציות איינה פון רכץ איינה פון ניקס מנזול אס אלטן יא אשר בן דוד ארט ברוך השם אז תו אוך אין ציצית כל הכבוד ון מנזול אלטן די צווי ציציות אין Die rechte, also steht, manchmal steht in die linke Hand, also in Sefer Menagim, aber der Rebbe hat gehalten in die rechte Hand und dann man küsst die beide Zizion. Also, das heißt, dieser Baruch Sheamar ist schon ein wichtiger Bracha, ist schon ein wichtiger Segensspruch und das ist die Zeichen, wo beginnt, wo damit beginnen wir die Psukei de Zimra. Die Anfang von Psukei de Zimra, wie gesagt, das ist Baruch Sheamar. Und die Ende von Psukei de Zimra ist die zweite Bracha von Psukei de Zimra, das ist die Bracha von Ishtabach. Jetzt, selbstverständlich, wenn jemand inmitten die Bracha von Baruch Sheamar, insbesondere bei Baruch Sheamar selbst, gibt es Baruch Sheamar, Vaya Olam, Baruch Hu, Baruch Hu, Mevose. Und dann kommen wir zu einer Stelle, wo wir sagen, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam, wo wirklich beginnt die Bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam. מלך מולה בפי אמור משובח ומפואר זו ונזו וייטו ונזו פוט. דא אסיס שון זישר את וספסיס גנץ גנץ וישטיק דסיס אין הברכה ואין דיזה שטלה מנדף איבהאופט ניש אונטרברשן. אוקיי? אין דיזה שטלה דף מן איבהאופט ניש אונטרברשן אוך ניש זה פשטניש ברכו וברוך שמוצו באנטפורטן גר ניש דף מן גר ניש beantworten, nur seltene Sachen kann man beantworten. Wenn du willst Amen beantworten, wenn du willst Amen antworten auf der Chazan, dann sollst du vor der Chazan, vor der Vorbeter, du sollst schon beenden die Bracha und dann bist du frei, zu antworten, Amen, nach Baruch Sheamar von der Chazan. Aber während die Baruch Sheamar, du sollst nicht antworten, Amen. Wenn bist du noch in die Baruch Sheamar, du sollst nicht antworten, Amen. Nachher darfst du schon antworten, Amen. Wenn bist du mit der Chazan zusammen, hast du beendet diese Bracha von Baruch Sheamar. Es ist ein Machloket, lieber aber nicht zu antworten. Auf jeden Fall, was ich will da sagen, dass in dieser Stelle beginnen wir die Psukei de Zimra von Baruch Sheamar und deswegen von dieser Stelle in der Sidur von Baruch Sheamar bis nach 18 darf man gar nicht unterbrechen. Das bedeutet, man darf nicht sprechen, reden, etwas, was nicht zu tun mit das Davenen. Man soll nur davenen. Darf man nicht reden mit dem Nachbar, mit jemand anders, Telefon oder sowas. Darf man das nicht machen, während die Psukei de Zimra, was beginnen gerade mit dieser oben genannten Bracha von Baruch Sheamar, so wie gesagt haben. Okay?
Das ist die Halachot von Psukei de Zimra. Was darf man doch Dvarim Shebekdusha beantworten, was nicht? Das heißt, etwas, was ist unheilig, das heißt, reden, sprechen mit der Chaver, mit der Nachbar, mit der Freunde, mit dem Telefon, das sicher darf man nicht. Aber was doch darf man unterbrechen während der Psukei de Zimra, um etwas, eine heilige Reden zu sagen? Die Frage, wenn du bist ein bisschen später gekommen in die Synagoge und der Chasen zum Beispiel schon ganz weiter in Shmona Esrei, in die Wiederholung, darfst du während deiner Psukei de Zimra, darfst du doch etwas beantworten, Baruch Baruch Shmo, Amen, ja, nein, das will ich jetzt erklären. Und es geht so. Eigentlich, es gibt bei die, am Ende von den Sidurim, auch auf Russisch, Deutsch, gibt es eine Tabelle, wo und wie und für welchen Zweck darf man unterbrechen und für welche nicht. Aber ich will jetzt erklären die Hauptregeln von die Halachot. Und es geht so. Während der Psukei de Zimra, inmitten der Psukei de Zimra, man darf, wie gesagt, das ist von Baruch Sheamar bis Ishtabach, man darf Amen antworten über jede Bracha, auf jede Bracha. Wie gesagt, nicht in die Bracha von Baruch Shamar selbst und während die Bracha von Ishtabach selbst, aber inzwischen. Das heißt, Ashrei, Vayvarech David, Az Yashir. Hörst du irgendwie eine Bracha? Sollst du Amen antworten? Die Antwort ist ja, doch. Man soll Amen antworten. Okay? Aber Baruchu Baruch Shmo darf man nicht antworten. Wenn bist du in Psukei de Zimra, Yeichvod, Ashrei, du hörst jemand eine Bracha sagst, oder der Chazan sogar, der Vorbeter, er ist schon bei der Wiederholung von Shmona Esrei, und du bist nur in Psukei de Zimra, darfst du Baruchu Baruch Shmo antworten auf seine Brachot? Die Antwort ist nein. Baruchu Baruch Shmo darf man nicht antworten. Amen. Ja. Baruch Hu Baruch Shmo ist es weniger wichtig und das wird schon gezählt als Unterbrechung und das darfst du nicht antworten. Amen. Ja, Baruch Hu Baruch Shmo, nein. Was ist mit Baruch Hu? Das heißt, du bist im Ashrei oder im Az Yashir und der Chazan ist ein bisschen schneller oder du bist ein bisschen langsamer. Irgendwie bist du nur im Az Yashir oder sogar im Ashrei oder was weiß ich, auf jeden Fall zwischen Baruch Shamar und Ishtabach und der Chazan sagt gerade Borchu oder bei Aliyah Torah, bei Aufrufen zum Torah, der Aufgerufene, der Olela Torah sagt Baruch Hashem Avorach, darfst du antworten Baruch Hashem Avorach Lolam Vaed? Die Antwort ist ja, das darf man, das ist schon ein Davar Shebekdusha, das ist schon in einem wichtigen Niveau und diese Baruch Hu sagst du doch. Kdusha, was ist Kdusha? Nagdishach v'naritzach. Die ganze gesamte Kdusha, so wie jeder sagt mit der Chazan, wenn bist du in die Stelle von Psukei de Zimra, sagst du mit alles. Nagdishach, Kadosh Kadosh, Baruch, Himloch, alles sagst du ganz normal, so wie wärst du nicht während die Psukei de Zimra. Und es gibt immer die Frage, wenn es ist am Schabbes gibt es doch zusätzliche Absätze, dass man sagt gerade am Schabbat, bei Shacharit oder bei Musaf, etwas, was die ganze Woche sagt man nicht. Das heißt, Az Bekol Rash Gadol, Mimkomach Malkenu, Mimkomcha Malkenu Tofia, Vetimloch Aleinu. Die Frage, das darfst du dafür auch unterbrechen und zu sagen? Die Antwort ist ja. Wenn bist du nur im Psukei de Zimra, sagst du die ganze gesamte Kdusha, inklusive die Absätze, was werden zugefügt, gerade am Shabbat oder am Yom Tov. Was ist mit Modim der Rabbanan? Was ist mit Moedim? Modim anachnu lach? Die Antwort ist ja, darf man, soll man auch Modim antworten, die ganze gesamte Modim der Rabbanan, Modim anachnu lach, bis
Bis Baruch Kelaudaot. Jemand will was fragen? Okay. Etwas Fremde. Okay, alles gut. Weiter. Etwas Fremde. Alles gut, in Ordnung. Was ist der Halacha? Was ist die Halacha? Das ist eine wichtige Halacha. Was ist die Halacha, wenn jemand gerade wird aufgerufen zum Tora? Wenn jemand wird aufgerufen zum Tora und er, der Gabe, der was ruft auf, er wusste nicht, dass er in mitten Psukei de Zimra, aber er ist gerade im Ashrei, As Yashir, wir haben gesagt, man darf doch nicht unterbrechen. Lieber gerade, wenn man weiß, dass er ist gerade in mitten Psukei de Zimra, es wäre lieber, dass man soll ihm nicht aufrufen, man soll ihm nicht einladen zum Torah. Aber doch, wenn er wurde doch aufgerufen zum Torah, und insbesondere, wenn er ist ein Kohen oder ein Levi, und es gibt keine andere Kohen und Levi, und man will gerade ihm aufrufen zum Torah, in diesem Fall, oder bei Israel, und es wurde schon aufgerufen, wie gesagt, ohne zu wissen, dann er soll gehen zum Torah und sagen die Brachot, doch sagen die Brachot, und die Frage ist, ob er soll mitlesen mit der Vorleser, soll er mitlesen die Kriya oder nicht, das ist eine gute Frage. Es gibt solche, was sagen, doch, es gibt solche, was sagen, man soll es nicht machen. Aber selbstverständlich darf er nicht später die ganze Mischeberach und die ganze Namen zu erwähnen. Das auf jeden Fall darf man nicht in, während die Psukei de Zimra, wenn bist du inmitten Psukei de Zimra. Eine interessante Frage, was ist passiert, wenn er ist der Einzige, was kann, er ist der Einzige, was kann, was kann lesen, was kann vorlesen in der Torah, ob soll er sein der Baal Keure, ja oder nicht, das ist eine gute Frage und die Antwort ist, wenn es gibt niemand, darf er ebenso vorlesen in der Torah und es ist kein Problem. Ebenso, wenn er ist ein Kohen und man soll duchenen, er will Birkat Kohani machen, darf er und soll er es machen. Jetzt, alles war zum Aufrufen zum Torah. Was ist mit Kaddisch? Und das ist sehr oft getroffen. Es trifft sich sehr, dass jemand inmitten Psukei de Zimra und er hört, wie jemand Kaddisch sagt. Soll er antworten oder nicht? Die Antwort ist ja, aber nicht die ganze Kaddisch, sondern nur die erste fünfmal Amen darf er schon antworten Amen. Das heißt, mit Kadal, mit Kadash Merabba sagt er Amen, wie Karev Meshiche, oder bei Ashkenazim gibt es sowas nicht, aber Karev Meshiche antwortet Amen, Amen Yesh Merabba auf jeden Fall, und dann Bebrichu, und dann wieder Damiran Balma Vimru Amen. Die anderen drei oder zwei, was kommen nach dem Chatzi Kaddish, darf er nicht mehr antworten. Man darf nicht mehr antworten, wenn es geht um die andere Amens, was kommt am Ende von Kaddish. Okay? Das ist in Bezug zum Kaddish. Wie gesagt, Baruch Hu Baruch Shmoy überhaupt nicht. Kaddish, nur die Hälfte von der Kaddish. Gdusha soll er die ganze gesamte Gdusha antworten. Und Baruch Hu und Gdusha und Modim der Rabbanan doch soll er sagen. Ebenso, wenn die anderen sind mit, also die ganze Minyan hält schon bei Shema Israel, er muss mitsagen Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Und das ist ganz wichtig, weil es gibt solche Stellen, wenn jemand kommt rein in die Synagoge, sogar er ist nicht, er dammt nicht mit, aber wenn er sieht, dass die ganze Minyan Shema Israel sagt, muss er die erste zwei Psukim Shema Israel und Baruch Shem Kvod Malchut Olam Va'ed, er muss mitsagen. Ebenso, wenn die ganze Minyan sagt Ashrei, Er soll ebenso mitsagen, Asher Yoshua Vitecha, das muss man wissen. Und ebenso bei Aleinu Lishabeach, wenn der ganze Binyan sagt Aleinu Lishabeach, man muss mitsagen, Aleinu Lishabeach, Ladon Hakol, es soll zusammen mit dem Binyan sein und soll nicht
abtrennen sich von dem ganzen Publikum, von dem ganzen gesamten Publikum. Wenn jemand braucht, auf die Toilette zu gehen, inmitten, unbedingt braucht er auf die Toilette zu gehen, inmitten Psoket ist im Raum, er kommt zurück, das ist selbstverständlich, soll er gehen, aber wenn er kommt zurück, die Frage, ob er soll sagen, nachher Asher Yatzar, die Bracha von Asher Yatzar, dann es gibt solche, was sagen, dass es gibt zwei Meinungen. Einer sagt, kann er sagen, er darf und soll sagen Asher Yatzar, aber mitten die Prakim. Was bedeutet Bena Prakim? Was bedeutet Bena Prakim? Bena Prakim bedeutet zwischen die Absätze, zum Beispiel zwischen Ashrei und Halleluka, zwischen Halleluka und Adeluka, weil Barech David, das Yashir, dort in dieser Stelle darf er schon was fragen, darf er schon Asher Yatzar sagen. Die zweite Meinung gerade sagt, dass lieber soll er warten, lieber soll er warten, bis die ganze Ishtabach ist zu Ende und dann zwischen Ishtabach und Yetzer Hor, dort darf er doch sagen, der Asher Yatzar. Ja, da kommt eine Frage von Bezalel oder von Asher zum Erst. Gibt es zum Beispiel unter der Woche, zum Beispiel morgen Mittwoch beim Schacharit Aliyah Torah? Nein, gibt es keine Aliyah Torah. Bezalel, wenn man schon woanders gedammt hat und da, wo er kommt, die Kedusha gesagt wird, soll man die ganze Kedusha sagen oder die Antworten? Also, wenn bist du frei, musst du dir alles antworten, selbstverständlich. Bezahle, wenn ich verstehe gut, was du fragst, also wenn du kommst nach dem Davenen und dann du siehst, dass die Minyan sagt Kedusha, du musst die ganze Kedusha mitsagen, auf jeden Fall, das ist keine Frage. Ich habe gut verstanden die Frage. Bezahlen? Okay, gehen wir weiter. Okay, wie gesagt, das alles zwischen Baruch Sheamar und Ishtabach. Aber wenn wir sprechen über die Baruch Sheamar selbst, während die Bracha von Baruch Sheamar selbst und während die Bracha von Ishtabach selbst, darf man nicht unterbrechen, so wie oben genannt, sondern so wie in die folgenden Maßen während die Brachot von Kriyat Shema. Und das muss man wissen, was ist die Halachot von bei Brachot Kriyat Shema. Das heißt, das alles, es war zwischen oder während die Psukei de Zimra. Während die Psukei de Zimra, es ist, wie gesagt, zwischen Baruch Shamar und Ishtabach. Aber wenn die Ishtabach ist zu Ende, dann, wenn die Ishtabach ist zu Ende, dann die Psukei de Zimra ist ebenso zu Ende. Und dann beginnt bei Yotzer Or, beginnt auch die Brachot Kriyat Shema. Wir haben doch die Kriyat Shema und die Brachot. Die Kriyat Shema, es ist die Kriyat Shema selbst, aber es gibt eine Bracha vor und es gibt eine Bracha nach Kriyat Shema. Und die Frage, ob dort es ist die gleiche Halachot, die gleiche Regeln, so wie haben vorher gelernt, die Antwort ist überhaupt nicht. Unbedingt nicht. Die Halachot ändern gerade, die Regeln ändern sich, wenn wir kommen zu die Brachot Kriyat Shema. Aber vorher. Ja, bitte. Ja. Ja. Richtig, richtig. Das ist schon bei 18. Bei 18, es ist dort die höchste Niveau, was kann sein. Und dort darf man überhaupt nicht unterbrechen, solange hast du Jule hat schon im Refi nicht gesagt, man darf überhaupt nicht unterbrechen, das ist sicher. Aber wir haben bis jetzt gesprochen, bis Ishtabach oder bis nach Ishtabach und dann haben wir, jetzt kommen wir zu der nächsten Stufe und das ist gerade die Birchot Kriyat Shema mit Kriyat Shema. Das ist schon, steigen wir eine Stufe. Was du hast gesagt, also dass es geht um 18, 18 ist die höchste Niveau, die höchste Stufe und dort darf man überhaupt nicht unterbrechen für gar nicht. Das ist schon gut, das ist schon klar.
Aber vorher will ich auch noch Halacha sagen, was vielleicht die Menschen wissen nicht, weil ich sehe manchmal, dass man denkt, dass zwischen Ishtabach und Yotzer Or, also wenn der Chasen Kaddisch sagt oder bevor Kaddisch, darf man irgendwie etwas zu unterbrechen. Und die Regel, die Halacha ist, dass zwischen Ishtabach und Yotzer'o darf man ebenso nicht unterbrechen. Man weiß es nicht, aber steht geschrieben zum Beispiel, ich habe zitiert einmal die Halacha, steht geschrieben, Pam achat matzu Eliyahu Zal, einmal man hat Eliyahu Navi getroffen und er war mit 4000 Kamelen voll mit Zorn. Und man hat geschrieben, man hat ihn gefragt, was ist das? Sagt er, eine von den Sachen, was er hat gesagt, das ist voll mit Afwechema, mit viel Zorn. Warum? Und eine von den Sachen ist gerade der, was spricht zwischen Kaddisch und Borchu. Das heißt, darf man überhaupt nicht unterbrechen zwischen Kaddisch und Borchu. Es gibt eine Halacha, ob bei Zorchei Zibur, bei verschiedenen Sachen, es gibt irgendwie ein Erlaubnis doch, was zu unterbrechen. Zum Beispiel steht so ein Halacha, Siman und Zayin, Makom shenagu lizok al chavrehem ben Kaddisch und Borchu leyotzer Or, ledaber Zorchei Rabim toimem. Es gab irgendwie ein Minhag, das war verschiedene Synagogen, das haben die Stelle von zwischen Ishtabach und Borchu, haben die irgendwie getroffen, dass es ist eine gute Stelle, wo können die verschiedene Politik machen. Das heißt, sogar heilige Politik. Wenn jemand will, ja, weil jetzt alle sind da, die ganze Minyan ist da, und kann man was besprechen? Verschiedene Sachen, was soll man besprechen wollen? Zum Beispiel reden, oder, welche Zdocke muss man geben, wenn jemand kommt, ein Meschulach, das heißt, kommt jemand aus Israel und er will Geld sammeln, vielleicht da ist die richtige Stelle, dass er kann beten für Geld. Sagt der Shulchan Aruch, Toimhem, das ist ein Fehler. Man darf nicht unterbrechen zwischen Ishtabach und Yotzer'o und die Birchot Kriyat Shma, zwischen Kaddisch und Bochu mit Birchot Kriyat Shma, darf man überhaupt nicht unterbrechen. Warum? Weil das geht alles zusammen, sogar auch für einen Zweck für Mitzwa darf man das nicht. Und das muss man wissen. Wobei es sieht so aus, dass das ist Psukei Dizimra und dann beginnt etwas Neues, Birchot Kriyat Shema, aber trotzdem, es ist ein Verbot zu unterbrechen, egal für was, für eigene Zwecken oder für heilige Zwecken, es ist verboten. Und jetzt kommen wir zu der Halachot von Brachot Kriyat Shema, was beginnt bei Yotzer Or, bis Gaal Israel, bis 18. Das heißt, es gibt zwei Brachot vor Shma Israel und nach Shma Israel. Je nachdem, morgens haben wir eine Bracha und abends haben wir zwei Brachot. Während die ganze Status von die Brachot sind, die Status von die Brachot ist genauso wie die Status von Kriyat Shma selbst und es ist strenger als die Psukei Dizimra. Und es geht das Folgendes. Unterbrechen mit Reden, mit Sprechen, selbstverständlich darf man nicht. Das ist keine Frage. Steht auch nicht bei Kriyat Shma, man soll auch nicht mit den Augen machen, man soll nicht mit den Fingern machen, gar nicht. Aber wenn es geht um Dvarim Shebekdusha, was darf man antworten, was darf man nicht antworten? Es geht so, wie gesagt, es ist viel strenger. Wenn wir sprechen zum Beispiel über die Kaddisch, vorher haben wir gesagt, bei Psukei Dizimra darf man die ganze erste von der Hälfte Kaddisch, also die fünfmal Amen, die erste fünfmal Amen
soll man beantworten, da bei Brachot Kriyat Shema anders darf man nur über zwei auf zwei Amen antworten. Welche? Auf der dritte und auf der fünfte. Amen Yeish Mei Rabba, Mevorach Lolam Al Mayad Barech und Amen auf die Damiran Balma Vimro Amen, die fünfte Mal Amen. Aber über die erste, die zweite, die vierte, die sechste, die siebte, die achte darf man überhaupt nicht antworten. Man soll es wissen. Ich sehe, viele haben einen Fehler damit. Man soll es wissen, wenn bist du in Yotzer Or begonnen oder bist du in Kriyat Shema und dann hörst du, dass jemand Kaddish sagt, der Chazan Kaddish sagt oder jemand anders Kaddish sagt. Du sollst Amen antworten, aber nur die zwei, die dritte und die fünfte. Baruch Hu, Baruch Shmo, selbstverständlich nicht. Das geht nicht. Ich sehe, viele machen die Fehler. Der Chazan sagt, Kamul osorim dolim kilolam chasdo, Baruch atah Hashem, Yotzer ha-meorot. Bei Baruch atah Hashem, die schreien, Baruch Hu, Baruch Shmo. Nein, darf man nicht. Baruch Hu, Baruch Shmo darf man nicht antworten während die Brachot Kriyat Shema. Sogar, das ist geehrt zu dieser Bracha, sogar über die Bracha von Kriyat Shema. Aber darf man nicht Baruch Hu, Baruch Shmo antworten. Was darf man antworten? Amen. Bei Yotzer ha-meorot, wenn der Chazan sagt Yotzer ha-meorot, man soll antworten Amen. Aber das auch nur, wenn du bist zu Ende mit die Bracha. Wenn du bist noch in Mitte die Bracha, darfst du nicht Amen antworten auf Yotzer ha-meorot. Auf Kaddish, die zwei oben genannte Amen, darfst du. Aber auf Yotzer ha-meorot darfst du nicht. Wie gesagt, Baruch Hu, Baruch Shmo überhaupt nicht. Amen, je nachdem welche. Ebenso Amen von Shmona Esrei, das muss man auch wissen. Manche sind immer oder manchmal sind ein bisschen spät, langsamer. Und wenn der Chazan wiederholt schon die Amida, die Shmona Esrei, die halten noch in Birchot Kriyat Shema oder in Kriyat Shema. Und dann die Herren, wie der Chazan sagt, Baruch Atah Hashem Magen Avraham, Baruch Atah Hashem Chaya Amitim, Baruch Atah Hashem Makel HaKadosh, die sagen Amen, 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 Amen. Oder es gibt solche dazu, was sagen dazu auch, Baruch Hu, Baruch Shmo. Wie gesagt, Baruch Hu, Baruch Shmo, es ist Verbot, ein Totalverbot, auch bei Psukei Dezimra, das ist verboten zu antworten, nur Amen. Aber auch Amen, wenn es geht um die Stelle von Kriyat Shema und Birchotea und die Brachot von Kriyat Shema, man darf nur auf zweimal Amen in die ganze Shmona Esrei antworten. Welche Amen? Nur Hakel HaKadosh, die dritte Amen, und Shomea Tfila, die 16. Amen. Die dritte und die 16. Bracha darf man, soll man antworten Amen. Man soll es wissen, weil ich sehe jeden Tag, die Leute machen Fehler. Aber über die alle anderen Amen, die alle anderen Brachot, Rofe Chol Am Yisrael, Mevarech Hashanim, wenn bist du in Yotzeror, in Ahavat Olam, in Shema Yisrael, in Gaal Yisrael, man darf nicht antworten auf andere Amen. Nur über zwei Amen. Akel HaKadosh und Shomea Tfila. Wenn du hörst Birchot HaTorah, dass jemand aufgerufen wurde zum Torah, dann darfst du ebenso Amen antworten. Aber sonst darfst du nicht. Ja, bitte. Ja. Wenn man zum Beispiel weiß nicht genau und antwortet nicht auf Amen, ist es große Vergehen, dass man nicht auf Amen sagt Amen, obwohl man das darf. Deswegen lernen wir jetzt im Shiur. Oder so wie ich gesagt habe, es gibt bei uns in die Sidurim, am Ende von der Sidurim, die letzte Seite, gibt es eine wirklich klare und deutliche Tabelle. Und jeder soll es einmal die Woche dort anschauen und soll er wissen genau, was steht in der Tabelle. Wir lernen jetzt die Regeln. Es ist schwer zu sagen, also es ist ein großer Fehler oder nicht, ich weiß nicht, ich kann nicht beurteilen jetzt. Ich verstehe, dass wenn jemand will nicht, weil er weiß nicht. Vielleicht lieber so, in diese. Und noch eine Frage. Ja. Nein, Brichu auch nicht, haben wir gesagt. Brichu oder Amen, es gibt solche, was antworten Amen, es gibt solche, was antworten Brichu. Brichu ist die vierte Amen und das darf man nicht antworten während die Kriyat Shema und während die Brachot von Kriyat Shema.
Das darf man antworten während die Psukei di Zimra. Aber während die Brachot Kriyat Shma und Kriyat Shma darf man nicht. Kann ich noch was fragen? Ja, bitte. In Mariv gibt es drei Brachot vor dem Amida. Ja. Die zwei sagt man nun in Israel und die dritte sagt man in Marokko. Wir In sagen das Mariv. überhaupt nicht. Wir, Minag Chabad, dass wir Minag Agro ebenso. Die Litwische sagen das überhaupt nicht. Okay. Aber wenn andere sagen, da darf man antworten, und wenn er selbst das nicht sagt, das wollte ich fragen. Dort, es ist genauso wie die erste Brachot. Dort darf man nicht antworten. Oder ich muss anschauen, also was die Halacha in die dritte Bracha. Ich weiß nicht, also vielleicht doch kann man Kaddisch antworten. Ich werde das Besat Hashem anschauen und sagen die morgen. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, bei uns so wird es nicht gesagt. Jetzt noch etwas Wichtiges. Noch etwas Wichtiges. Es gibt noch eine Halacha, was ist mit Amen von was ist von nach die zweite Bracha von Ahavat Olam oder Ahava Rabba, je nachdem welche Nussach das Nussach Ashkenaz, aber auf jeden Fall nach die zweite Bracha, zwischen die zweite Bracha und Schma Israel steht geschrieben, man soll ebenso nicht unterbrechen. Man soll ebenso nicht unterbrechen und ebenso nicht Amen antworten. Warum man soll kein Amen antworten? Weil die Bracha von Kriyat Shema ist das gleiche, wie jemand eine Bracha macht über Brot oder über einen Apfel, egal. Und dann steht geschrieben, man soll nicht unterbrechen zwischen die Bracha und die Sache, was man isst. Richtig? Ebenso bevor die Mitzvah, wenn du über die Tfilin, Tfilin, du musst sofort anfangen mit Tfilin anzuziehen, anzulegen. So, die zweite Bracha, Ahavat Olam, Ahavah Rabbah, abends, morgens, es ist quasi wie die Bracha vor der Mitzvah von Kriyat Shema. Und deswegen, man soll nicht unterbrechen zwischen die Bracha und die Mitzvah selbst. Es ist wie eine Bracha vor der Mitzvah und deswegen es muss beides verbunden sein. Deswegen man soll gar nicht unterbrechen zwischen der Bracha und Schma Israel, auch nicht mit Amen, auch wenn der Chazan, du hörst von der Chazan oder von jemand anders, dass er beendet hat diese Bracha von Ahavat Olam, du sollst nach ihm nicht kein Amen antworten. Warum? Weil das unterbrecht zwischen, das macht eine Unterbrechung zwischen die Bracha mit dem Mitzvah, zwischen die Bracha mit Kriyat Shema. Deswegen, es gibt jetzt zwei Varianten. Es gibt solche, was sagen, Abocher Bamo Yisrael Be'Ava hoch, und die wissen, dass man soll kein Amen antworten. Bei uns, die Minhag ist, Minhag Chabad, dass Abocher Bamo Yisrael Be'Ava sagt der Chazan leise. Man sagt es ganz leise, man soll nicht hören und man soll nicht antworten, Amen. Weil es muss gebunden sein, sofort direkt mit dem nächsten Satz, Schma Israel. Eine ähnliche Halacha, es ist ebenso zwischen Gaal Israel mit Anfang von Shmona Esrei, mit dem Anfang von Amidah. Also nach die dritte Bracha, oder nach der vierten Bracha abends, oder nein, das ist nur morgens, Entschuldigung, das ist nur morgens, weil abends haben wir sowieso Kaddisch, das ist kein Problem. Aber bei Gaal Israel von morgens, wenn sie sagen, Shirach Hadasha, wenn Emargo, Aleinu Hashem Tzavakot, Shmo Kedosh Israel, Baruch Atah Hashem, Gaal Israel, man soll dort ebenso kein Amen sagen, weil Amen wieder unterbricht
zwischen Gal Israel mit Schmonaisra, und es gibt eine sehr wichtige Halacha, dass man soll säumech sein, man soll verbinden Geula letfila. Die Bracha von Gal Israel muss zusammen sein mit Schmonaisra. Deswegen, man soll dort in dieser Stelle ebenso keiner mehr antworten. Dann was wird gemacht? Wieder, es gibt zwei Stellen, es gibt zwei Varianten. Gerade die Minhag von der ganzen Welt, dass die sagen Gal Israel leise, aber Minhag Chabad, dass man sagt das laut. Aber was macht man, um nicht zu Amen zu antworten? Man macht ganz einfach, man sagt zusammen mit der Chazan der Ende von der Bracha, Baruch Atah Hashem Gaal Israel, und deswegen das gleiche wie du, darfst du nicht antworten auf deine eigene Bracha, man darf nicht antworten auf deine eigene Bracha, das haben wir schon gelernt, sonst in verschiedene Stellen, in verschiedene Ausnahmen, so wir haben gelernt in Shiur Gmara für 3 Wochen, ebenso das gleiche wie du darfst nicht antworten auf deine eigene Bracha, ebenso wenn der Chazan, wenn er mit dir zusammen beendet die Bracha, darfst du auf der Chazan, nach der Chazan auch kein Amen sagen. Das heißt, das ist der Rat, um nicht zu beantworten Amen nach Gal Israel, ganz einfach. Man soll sich bemühen, zu beenden mit der Chazan zusammen die Bracha von Gal Israel. Deswegen ist es schon wichtig, auch für die, ich sehe auch, also viele, das sind problematisch in dem, dass die ganze Minion beginnt schon, Schmonaisre, oder die sind schon am Ende von Gal Israel und die kratzen noch in die vorherige Seite bei Ezrat Avoteinu oder bei Shira Chadasha, wenn die sind spät gekommen, ich verstehe, aber manchmal einfach so gezogen, einfach verzogen, und das ist nicht gut. Es ist nicht gut, weil, wie gesagt, also braucht man schon die Schmonaisre zusammen mit dem Minion zu beginnen, und ebenso Gaal Israel muss beendet werden zusammen, nach unserem Minhag, zusammen mit der Chazan, um der Gaal Israel, um nach der Gaal Israel, man soll kein Amen beantworten. Das heißt, jetzt kommt, es wird so ein bisschen paradox, dass unser Minhag ist anders als der Minhag von der ganzen Welt. Bei Abocher Bamo Israel Be'ava, die ganze Welt sagt laut, wir sagen leise. Und bei Gal Israel, die ganze Welt sagt leise, wir sagen laut. Egal, aber die Prinzip von beiden Minagim ist das gleiche Prinzip, dass man soll kein Amen antworten. Nicht zwischen Abocher Bamo Israel Be'ava und Shema Israel, und ebenso nicht zwischen Gal Israel mit Shmona Israel, man soll kein Amen antworten. Der Weg, wie man erreicht es. Entweder sagt man das leise oder man sagt es zusammen. Auf jeden Fall, man soll kein Amen antworten, das muss man wissen. Also das ist in Bezug zum Amen. Und es gibt was mit Kedusha, was mit Aufrufen zum Torah, was mit Vorlesen bei Torah. Okay, es gibt noch verschiedene Halachot, es gibt noch interessante Halachot. Das muss man noch, wir müssen noch klären. Was mit Tfilin, wenn es kommt in die Mitte, was mit Asher Yotzar, und was mit Shmona Esra selbst. Es gibt noch interessante Halachot, das muss man wissen, wir müssen das alles lernen. Bezrat Hashem, wir werden das fortsetzen, Bezrat Hashem, nächste Woche. Wie gesagt, wir haben noch eine Woche, das kann man noch lernen, also nächste Woche die Halachot von Tfila, von Shema Israel, wichtige Halachot, und dann die nächste Shurim, nach nächste Woche, also brauchen wir schon zu lasen, frei für die Halachot von Purim und für die Halachot von Pesach, was kommen Bezrat Hashem in die nächste Wochen. Aber diese Woche, Baruch Hashem, haben wir die Gelegenheit benutzt, um die wichtige Halachot zu lernen. Und wie gesagt, bei Sidurim Tehilat Hashem gibt es am Ende von der Sidur, die letzte Seite, eine ganz deutliche, klare Tabelle, was darf man, was darf man nicht. Wir haben nur heute ein bisschen geübt, so wie sagt der Boscher, die Regeln. Aber es ist schon wichtig, dass jeder soll dort anschauen und gucken, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und Bezrat Hashem machen wir jetzt eine Pause und
Nächste Woche, wir setzen vor weiter die Alachot. Toda Rabba, Yashe Kuchachem. Und sollt ihr haben eine angenehme Nacht. Sei gesund und stark und freilich. Amen. Amen, amen, amen. Babakasha, תהיה בריא ותרי. Morgen kann ich da bei Ihnen auftauchen, bei Schacharit. Was morgen?